Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder 2017. Heute dabei ist mal wieder der Loki, hallo. Moin. Wie ihr sehen könnt, sind wir auf der neuen Map unterwegs, keine Ahnung wie die heißt. Kann ich nicht aussprechen? Oder wie heißt sie? Timbergold irgendwas. Genau, Timbergold Trails. Oder Rail, ja, Trails. Dabei habe ich die 7mm Magnum, hatte Lockers auch. Dann noch die 340er, die ist neu rausgekommen. Da sind zwar nur drei Schüsse drin, aber die ist auch stark. Und den Grasshopper, falls mal keine Ahnung was sehen. Und dem Inventar. Ja, vielleicht läuft das ja was so ein Schneehund über die Füße. Und ja, dabei habe ich noch die die neue Armbrust. Und als Caller braucht man dann nur den Wapiti und den Grundcaller. Ja. Und die Map, wie ihr sehen könnt, ist recht groß. Wir werden jetzt erstmal auf Apetis gehen. Und da werden wir da mal irgendwo so hinlaufen, weil da ist eine recht gute Stelle. Und dann würde ich sagen, melden wir uns wieder, sobald wir das erste Tier vorhaben. Oder willst du noch was sagen? Nö. Habe ich was vergessen, wie bei der Map zu sagen? Ja, ich und da oben in den Gebirge war ich schon mal unterwegs gewesen, aber ich finde es irgendwie nicht so toll. Es sieht zwar sau schön aus, aber die Tiere da oben, die Schafe, habe ich alles gesehen, die sind sau scheu, man sieht es schlecht, das ist halt nicht meine Tierart, wem es gefällt. Aber es rendiert sich auf jeden Fall allein schon mal da hochzulaufen wegen der schönen Aussicht. Werde ich, denke ich, vielleicht auch irgendwann nochmal ein Video drüber machen. Und auf der Map gibt es Rocky Mountain Wapitis, die kann man auch mit dem Wapiti Caller callen. Dann gibt es auch Maultierhirsche. Wollen wir das hier? Ja. Den kann man ganz normal mit dem Grundcaller callen. Dann noch Grizzlybären und oben Dickhornschafe und Schneehühner, oder? Die haben sie, glaube ich, Genau, ja. Die haben es umgenannt. Und dann würde ich sagen, ja, bis gleich. Ja, wir haben jetzt zwar kein Tier vor, aber ich wollte euch einfach nur mal die Map von oben zeigen. Also so ein kleiner Talausschnitt. Und ja, ich finde, es sieht recht gut aus, so wie sie das gemacht haben. Und ja. Wie gesagt, die Aussicht ist sehr schön gemacht und da haben die Bäume bei Red Feather Falls oder so, haben die Nadelbäume alle nur eine Farbe, da sind die auch unterschiedlich und da gibt es auch unterschiedliche Sorten, das zum Beispiel ist ein Kiefer, sag ich Baumspezialist und ja. Oh, a pity, Loki, ich kann den Call nicht aufnehmen, weil mein Hundermate ist rumgepackt. Ja, mein Hundermate packt rum. Naja, ja, den bekommst du noch. Ja, wenn Anfänger am Werk sind. Ist das halt. Ja. Ja, wo ist der Anfänger? Du kannst doch nicht mal Hunter-Make rausholen. Ja. Na, also? Ich hab ihn. Ja, mach mal Punkte auf der Karte. Also ein Kreuz. Ist er weit weg? Ich mach einen Punkt, kannst du auch nicht kommen. Hast du markiert auf der Karte mit dem Kreuz? Ja, warte, lass mich doch erstmal einen Punkt machen, wo er ist und dann kann ich den Kreuz hinmalen. Hat schon wieder gecallt. Ja, ein scheiß Weibchen ist es. Ja, da kommen auch Männchen bestimmt. Ja, da oben. Ah, der Punkt bringt mir auch nicht viel auf der Karte. Aber wir könnten die da eigentlich mal wenigstens an dem Hang entlang callen, weil da haben wir einen guten Ausblick. Oh. Ja, ich sehe sie schon. Da hinten, die laufen nach unten. Die kommen von unten. Jetzt sind sie in der Mast. Ich hab's nur... Ja, die traben so wenig. Hä? Die kommen von unten vom Wall, dann würde ich fast fängt hochgehen. Und da vorne hin? Hast du es gesehen? Das war weiter hinten. Nö. Das war... Ich hab auch nicht geguckt. Ja, ich hab's auch nur so gesehen. Ja, dann mach ich mal wieder einen kurzer Cut. Gut, da vorne kommt das... Wapiti. Also, nee, guck, am Hals siehst du den Unterschied, Loki. Weil der Loki hat gerade gemeint, ich sehe genauso aus wie die Roosevelt Wapitis. Aber die haben... Na, die haben am Hals auch mehr so Haare. Hingeklatscht. Dann schieße ich das, okay? Ist aber eigentlich eine dumme Idee, weil... Oh fuck, ich habe noch gar keinen Bogen drin. Look, jetzt musst du schießen, sorry. Nee, schießt du. Ich habe keinen Bogen drin, keine Armbrust, die muss nachladen. Na, lad doch mal nach. Ja, ich schieße. Was? Ich lade schon nach. Nee, jetzt schieße ich. Wenn's abbrennt... Ja. Es wird eh lustig, wenn was Großes ist, weil der Look ist genauso... Schieß gar wie du. Ich fühl mich. Dann geht's wieder, wenn wir runterzählen. 3, 2, 1, boom. Ne, 3, 2, boom. 3, 2, boom.
Weiß, wie viel Meter hinter du mir bist, aber jetzt sind es bei mir 30 Meter. Ich schieß mal. Ich sind sagen und schreibe 27. Ich schieß nach. Leise, ne? Musst nichts nachschießen. Nächste bist du dran, ey. Nächste, komm mal, Ashley. Ja, aber keins mehr, ey. Ah ne, ich kann jetzt meinen Handameter wieder aufnehmen. Ich muss einfach, keine Ahnung warum, ob man eine Tastatur und die Taste klemmt, ich muss auf jeden Fall immer Entfernen drücken. Aber der Fenster sieht lustig aus. Drück mal Tabulator. Da, ja, dann komme ich. Da passiert nichts. Ja. Im Tabulator passiert nichts. Nee. So, jetzt habe ich gerade nach dem Gewicht geguckt, das wollte ich nochmal zeigen. Ja. Wenn jemand Lust hat, kann er von meinem Livestream Best of schneiden. Ist auf Twitch. Ich wollte eigentlich auch auf YouTube hochladen. Jo. Wie gesagt. Es sind 3 Stunden Videomaterial. Oh. Ja, ist so eine schöne Arbeit, wenn man nebenbei YouTube-Videos guckt oder so. Ja. Gut. Alter, es sieht einfach so gut aus. Die verende Fernacht drüben. Die Berge oder so. Ja, sieht schick aus. Jo. Also dann, bis zum nächsten Dir. Gut, wir sind ja hier in der perfekten Situation. Es regnet gleich mal Piti. Die backen doch da manchmal so runter. Oh, das wird was. Wenn das passiert. Wenn es uns entgegenrutscht. Ja, ein weibliches Papiti kommt, das ist keine Ahnung wo. Eigentlich sollte das eigentlich da oben sein. Ich habe bis jetzt noch keine Schritte. Du bist 15 Meter vor mir. Ja, ich robb da hoch. Ich bin Bergsteiger. Bergkrieger. Und rechts kommt es irgendwo stimmen. Ja, aber rechts wird es mir auch mal angezeigt. Das sind halt noch, ich bin... So, da oben kommt, ne? Ja, ich sehe es. Soll ich schießen? Warte mal. Ist das was vor? Ich auch. Ja, mir ist es wohl schmachelt. Oder lass es noch mal kommen. Ja, ich kann so innen schießen. Ich muss... Wenn es läuft, weil dann... Wie weit ist es weg? Ja, kannst auch schießen, wenn du willst. Nein, ist mir zu weit. Ja, der Rangefinder funktioniert wieder super. Ja, sagt, zeigt er 300 Kilometer oder was? Nee, 0 Meter. Oh ja, geil. Kann das Viech jetzt mal loslaufen? Soll ich mal versuchen? Also. Call mal. Was? Call. Ja, ich hab jetzt, jetzt kommt's auf mir dazu. Die sind genauso blöd wie Wapitis, ey. Ja, sind ja Wapitis. So, am Anschlag, ey. Jawoll! Und ein guter Rutsch ins neue Jahr! Tricks! Hilfe! Warte mal, lass jetzt mal... Hä, wie habe ich denn eigentlich gerade eben das Tier aufgenommen, wenn ich keinen Hand damit hatte? Willst du es aufnehmen? Ja, die wiegen 228 Kilo, war ein super Schuss, linke Lunge, Leber, Eingeweide. Hat man mit, es war nicht dumm aufzustehen und zu rennen, vielleicht kommen ja noch welche. Ich habe aber immer nur eins gecallt, von dem her. Ja, stimmt. Ja gut, dann laufen wir mal weiter nach unten, oder? Die anderen waren auch weiter unten. Ich habe keinen Bock mehr hier den Bergsteiger zu springen. In dem Wald, wo da unten ist, ey. Weißt du, ob es auf, da du hast gecallt. Ja, Männchen. Männchen. Auch da oben. Das müssen wir sogar sehen, oder? Das wird an der Kante irgendwo stehen. Ja, wenn, dann sehe ich das. Ja, ja. Also du bist ja auf meiner Höhe. Ich hab gedacht, ich bin schon weiter. Ja. Hat es bei dir auch in dem Steilhang da gecallt? Ja. Ich glaube aber kaum, dass es im Steilhang da steht. Ja, entweder steht sie wieder komplett oben drüber, oder? Naja, das ist... Obwohl, da geht so ein... Pfad, ich glaube eher, dass es da knapp da unten am Baumrand, Waldrand steht. Naja, ich melde mich mal wieder, wenn wir es gefunden haben. So, das ist der Rapidi. Logi, wo bist du? Hinter dir. Wie viel Meter? Weiß ich nicht. Duckst du dich? Dann zeige ich dir... Ja, ich... Sag mir mal an. 30, 20, 24, 20.
Hab ich ihn getroffen, ja. Ja. Es könnte ein Lungenschuss sein, könnte aber auch ein Körperschuss sein. Ja, ich glaube, der war ziemlich... Obwohl ich war... Der war sauweit hoch. Der war, glaube ich, ziemlich hinten. Nee, ja, der war, der war recht hoch auf jeden Fall. Der rennt da. Rennt da hinten. Hm. Soll ich ihn? Oder lass mal... Ja, wir lassen. Er kommt eh wieder zurück. Ja, da ist er doch. Ja, trappt er. Ja, theoretisch... Könnten wir mal einen Waldschuss machen. Ja. Warte mal, ist da was gekommen, Bär? Alter, Bär, das war gestern auch noch nicht. Da unten irgendwo. Hast du ihn gehört? Ja. Also einen angenehmen können? Ja. Ja gut, dann mache ich erstmal kurz einen Cut. So, bei mir ist er aber Pity. Oh, Job, ich hab ihn. Warum fallen die denn alle im Knall bei dir unter? Das war für die Erfahrung, Luki. Ja, ich frag mich, wo mein Bogen hinschießt. Der ziemlich gut auf doppelter Lunge. Ich weiß nicht, wo der abgekommen ist. Ich hab grad kein bisschen aufgepasst, ne? Und dann kommt das Ding daher getappt. Das war gar nicht mal so ein schlechter. Naja, Trägerschuss. Ich hab's kurz gesehen. 269 drin. So. Hier ist noch ein Vibe. Was hier rumheizt. So. Siehst du das Weibchen? Nee, siehst du es? Ja. Ja, warte mal, ich mach keinen Draufgeschwart. So. Ja, okay, eigentlich brauche ich gar keinen zu machen. So groß ist es nicht. Ich will eigentlich nur besondere Tiere aufnehmen. Laufst du mir entgegen, oder wie? Ja, das kommt dir direkt entgegen eigentlich. Jetzt kommt es mir genau entgegen. Ja, warte mal. Dann bleib doch mal da. Ich bin doch schon da, ich bleib stehen. Ja, das kommt dir entgegen, weil es mir entgegenkommt und du genau auf der Linie hinter mir bist. Ja, das ist die Logik. Das ist die Logik. So. Ja, das ist die Logik. Und dann gibt es alles auch Sinn. Fakt ist, das Ding bleibt stehen. Fakt ist, mach mal ein Ding an dem Punkt, einen Punkt an dem Ding. Fakt ist, ich platziere das gleich weg. Wie viel Meter sind das Ding von dir weg? 20? Ach, da unten tappt's. Fakt ist, darf ich's laut schießen? Nee. Ja, okay. Willst du schießen? Ich seh's nicht. Es backt grad. Ist es back weg? Fakt ist, es backt grad wumm. Lass mal laufen. Ich leg mich hier nur hin. Ja, okay, dann schießt du, okay? Mhm. Rollt's auf dir zu, denk dran, ne? Hab ich schon. Vapid ist ja mir schon immer Spaß gemacht, so ja, ne. Also hol sie nicht rot. Das stimmt auch wieder. Das macht den geilen Vapidi und Rothirsch-Move, ey. Ja, ui. Logi? Ja, genau. Das fällt, glaube ich, um. Oh, es liegt. Echt? Das ist Querschnitts gelernt. Nein, geil, jetzt kennt sich den Käse. Es ist tot. Oh, geil. Nein, es ist nicht tot. Ich schieße nur hinten drauf, wenn du schnell genug bist. Ich will nur meine Waffe wegklemmen. Ja, Mann. Ich hab noch kein einziges Tier, was tot ist. Doch, eins ist mittlerweile schon tot. Komm, mach hin. Ich hab nur im Oberschenkel geschossen. Oh, jetzt ist tot, hä? Nein, es lebt noch. Ich schieße aber nochmal drauf, wenn du dich nicht irgendwo eilst. Also ich habe meine Armbrust schon wieder nachgeladen. Ja, nee, ich suche gerade den anderen. Also soll ich schießen? Ja, mach doch, ist mir wurscht. Hey, jetzt, achso, da ist es, komm, schieß drauf, da ist es hier. Als ob das noch lebt. Es lebt klar noch. Komm, schieß. Aber nicht auf den Kopf. Mach jetzt und schieß. Schieß auch in Oberschenkel. Ja, Jungs, so level ihr Waffen. Ob es nicht tot ist. Jetzt ist es tot, oder? Nein, es steht noch. Hä? Das backt, glaube ich, rum. Nee, jetzt ist es tot. Guck mal, wie viele Schüsse es abbekommen hat. Ich nehme auf, okay? Ja. Der erste Schuss war... Hauptschlagader, du hast die Hauptschlagader getroffen! Oh
Alter, ich bin der Boss. Und du hast in die Lunge geschossen mit dem dritten, du hast erlöst. Mit dem siebten Schuss. Ja. Also weit mein Zeil schon mal für deine. Der Loki hat gerade noch auf dem Mapille geschossen, was hast du denn getroffen? Ja, zeig mir ja nichts an. Ja, wo ist denn Blutspur? Ja, okay, gut, dann melde ich mich wieder, sobald wir mal wieder was gefunden haben, also bis gleich. So, ja, bei mir kommt ein Wapiti, jetzt wollte ich mal laut schießen, um euch die Waffe mal zu zeigen, weibliches. Dann schieße ich es, okay? Weil dann können wir, komm, mach mal weiter nach unten oder so, weiter. Ja. Ich gebe mir hier einen Schuss. Wow. Out, Alter, der Sound von der Waffe, der ist... Rennt da noch irgendwas weg? Sehe ich irgendwas? Nee. Die muss ich mal auf... Ja, ist bei mir in der Erde reingepackt, schon wieder schön. Gehirn, rechte Lunge, erster Halswirbel, Schulterblatt. Und dann bewegen wir uns mal weiter Richtung dem toten Wapiti vom Luki, den wo er gleich am Anfang geschossen hat. So, ja, da liegt ein Luki sein Wapiti. Körper eingeweiht aus 23 Metern. Muss. Aber es wird nur Körper angezeigt, komisch. Naja. 300. 16 Minuten hat er überlebt. Jupp. Naja, ist schon mal kein schlechter. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Mal in Richtung ins Tal runter. Dass wir vielleicht mal zu dem See kommen oder so. Hm. So, da hatten wir Pity gecallt, aber vor uns ist auch ein Bär. Wie wollen wir das machen? Wollen wir einen Bär leise schießen? Keine Ahnung. Also ich würde jetzt gerne schießen, weil ich keinen Bär geschossen habe, aber... Ja, kannst doch gern laut schießen, weil ich hab eh schon einen. Wo sind denn Wapiti überhaupt? Keine Ahnung. Ah. Ich habe schon rumgehört, wer. Kommst du da hoch? Ja. Der greift uns an. Nein. Hast du das nicht? Der greift uns nicht an. Warum macht ihr dann so Geräusche? Was? Ich schieße ihn? Der rennt weg. Das ist direkt in den Schein jetzt. Ich weiß nicht mal, wo er hinrennt. Da unten steht er. Er trabt. Na, jetzt ist er in dem Schein. Wo denn? Da kommt er raus. Soll ich schießen? Nee, nicht. Ja, da bei der Steinplatte. Da, jetzt steht er frei. Schießen. Da. Da steht er direkt im Arsch zu uns. Er läuft frei. Oh, jetzt ist er hinterm Stein. Ich sehe das nicht von da runter. Irgendwas kommt. Ja, da war Pity. Mütz. Ja, ich habe gedacht, du wärst schon am Anschlag mit der Waffe, darum habe ich erst mal gezögert. Dann gehen wir da runter und gehen den Bär nach, der müsste eigentlich schon wieder ziehen. Ich sehe den Bär immer noch nicht. Ja, der ist geflüchtet. Ja, das habe ich gesehen. Und dann, wo mein Punkt ist, das da hin. So ja, ungefähr. Jo. So fängt da unten. Wenn du die... aufrecht gehst? Ja, dann schießt man laut. Die Map ist auf jeden Fall riesig. Also... Das Gebiet ist nach meinen ersten Erfahrungen Wapiti Hochburg. Also wenn ihr Wapiti schießen wollt, geht dahin. Ja, es gibt schon ein paar, ne? Ja. Oh. Ja. Ah. So. Machen wir mal wieder ein kurzer Cut. Bis wir einen Bär haben. So, ja. Da kommt ein Wapiti. Den wird Luki mal schießen. Oder das sieht uns, lass mal hinlegen. Das heißt, wenn man dann jetzt erzählen. Das fragt mich auch gerade, hat nämlich ganz roten Maultier schon gecallt, dann wird er nicht sich schlafen gelegt. Ach, da kommt er. Achtung, 30 Meter aufstehen, kannst schießen. Warte mal.
Kommt null auf mich zu, Alter. Jetzt. Ja, das schieße ich jetzt. Schießt du? Ja. Alter, was ist das? Danke. Bitte. Du schießt, schwenkt zu weit hoch. Ne, okay, das könnte sogar. Der war zu weit hinten, du hast schräg reingeschossen. Ich nehme auf. Oh, Alter, ich bin nochmal krank. Du hast Eingeweide getroffen, ich habe linke Lunge, rechte Lunge. Gesundheit. Danke, bitte. So. Gut, ja. Maultiersche, kein Plan. Wir können einfach weitergehen und dann am Fluss entlang. Da sehen wir, denke ich, eh alles wieder. Oder? Pass mal auf, weil ich laufe. Jo, gut. Also dann, bis gleich. Sonst greift irgendwo ein Bär an. Von oben! Oder ja. Schieß drauf! Bam. Ich hab mal die Luft geschossen. Alles Schwede. Wollen wir noch mal schießen oder wollen wir da Ende machen? Ja, warte mal, jetzt gehen wir mal den Bären her. Mein Bär liegt da. Echt, der liegt da? Ja, ich hab ja geschossen. Was erwartest du denn? Ja, du wurdest fast über den Haufen gerannt. Ja, es ist alles so geplant gewesen. Kennst du wieder. Wollen wir noch mal schießen oder? Ja, mir ist es persönlich Wurst. Ja, gut, schießen wir noch was zum Abschluss. Abschluss. Ja, Abschluss. War doch ein schöner Abschluss. Ja. Wenn ich mal nach oben gerannt hätte, wäre es nochmal schöner gewesen. Ja. Vor allem du hast mich nicht wieder überlebt, so wie ich dich kenne. Ja, aber auch kein. Ja doch, ich hab sogar was dabei. Jo, gut. Also dann, bis gleich. So, da ist ein Bär. Der zieht er über die Lichtung. Ein Schokobär. Das ist ein Süßer. Oh, vor da sieht die Grafik so richtig kacke aus. Ja, der auf die Distanz ist richtig. Selbst der Zifferrohr. Richtig schön AIDS aus. Hast du ihn gespottet? Warte mal kurz. Ja, gespottet habe ich nie, aber ich würde wegschießen. Was? Also ich habe ihn gespottet. Also ich habe auch gespottet. Ich habe jetzt zwar deinen Abschluss mal wieder nicht drauf, weil du wieder gegeiert hast. Hi, ich habe mir gedacht. Tor. Einer noch irgendwo einer? Der Buffon hat ihn umgelegt. Buffon. So. Da kommt man nicht durch. Von hat ihn umgelegt. So, ich mache da jetzt einen Trophy-Shot, weil es mein erster ist. Also will ich noch einen. Ja, da müssen wir aber noch was schießen, weil ich brauche da noch einen Trophy-Shot für ein Video. Ja, dein Maul nimmt irgendwas. Ja, einfach du sendest mir was. Ja, okay, gut. Ich sende dir gar nichts. Du sendest mir das Ding dann per Skype, haben wir doch schon mal gemacht. Ein riesige. Warte, ich will auch was noch aufnehmen. Wollt ihr flüchten? So. Also, 230 Kilo. Wendig. Linke Lunge, Leber. Kopfschott. Errungenschaft freigeschaltet. First Grizzly Bear. For Logis. For Lucky Luke 99. Ja gut, dann war das mit dem Video gewesen. Dann bedanke ich mich beim Luke, dass er mitgemacht hat. Alter, auf dem Bild hast du richtig, in deinem Handamet hast du einen richtigen Bizeps, ey. Oberarme. So wie in echt auch. Ja. Gut, und dann würde ich sagen. Was war dann so witzig? Nix. Ich. Alter, das ist. Weil du ein Lauch bist. Essig. Ein Lauch. Ja. Ist ein Strauchgewächs. Ja. Ja. Ja, das ist Schaunus. Ich entschuldige mich öffentlich. Beim Essig? Ja, gut. Also das sieht aus wie so ein Hund. Ja, also das war's dann mit dem Video gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bald mal Zeit und ciao.